Hallo, mein Name ist Charlotte Rummenigge und heute erzähle ich euch was über mich. Ich bin ein sehr zielstrebiger Mensch und wenn ich zum Beispiel mit einem Pferd an einem Problem hänge, muss ich oft sehr viel darüber nachdenken. Und um einfach irgendwie den Kopf frei zu kriegen, gehe ich ganz gern joggen mit meinem Hund Palma. Das ist eigentlich auch so meine größte Leidenschaft mit den Pferden zusammen. Das ist auch mein Hund, weil die macht mir einfach, bereitet mir sehr viel Freude im Leben. Ich bin reingeboren, ich kenne das nicht anders, muss ich sagen. Ich bin auf der einen Seite auch stolz, dass ich den Namen tragen darf, weil ich meine, wir sind eine Sportlerfamilie. Auf der anderen Seite hat man auch mit Lasten zu kämpfen, die kenne ich aber von klein auf. Und ich muss sagen, ich glaube, ich kann damit sehr gut umgehen. Man muss einfach die Menschen immer ein bisschen davon überzeugen, dass man nicht arrogant ist, dass man seinen eigenen Weg geht. Und ich glaube, das kann ich ganz gut bisher, schaffe ich das gut. Ich habe Sportmanagement mit Schwerpunkt Eventmanagement studiert und seitdem liegt mein Fokus ganz auf dem Reitsport. Ich möchte mich dort weiterentwickeln und einfach meine ganze Energie in den Reitsport reinstecken. Das Studium ist mir zwischendurch sehr schwer gefallen, weil ich einfach kein Mensch bin, der gerne am Schreibtisch sitzt oder im Büro sitzt. Ich habe das alles gemacht. Ich habe versucht, vormittags zu reiten, nachmittags im Büro zu sitzen, aber das war nicht das, was mich am Ende so glücklich gemacht hat. Es ist halt einfach mit einem Lebewesen, es ist einfach eine Teamarbeit und mich fasziniert einfach das Tier an sich, was die alles können, lernen können, leisten können. Es ist einfach unglaublich. Ich glaube, dass Pferde einen sehr gut widerspiegeln, wie man selber sich, was seine eigenen Eigenschaften sind, wie man sich selber so im Leben gibt und auch unheimlich interessant, was man so daraus lesen kann. Ich bin schon ein sehr fröhlicher Mensch und wenn man viel landet, das ist auch ein Pferd, der einfach einen jeden Tag mit einem happy Gesicht anschaut und jeden Tag gute Laune ist und guter Dinge ist. Und das würde ich sagen, bin ich schon auch als Mensch. So, jetzt habe ich euch etwas über mich erzählt und beim nächsten Mal erzähle ich euch etwas über mein Erfolgs- und Lieblingspferd Fidelio.